Hallo, hallöche, liebe Leute und herzlich willkommen mal wieder hier zum Let's Bild. Ich bin zwar immer noch total zugerotzt und krank, aber das ist mir jetzt egal. Ich meine, ich kann euch ja jetzt hier über das Video nicht anstecken. Von daher ist mir das jetzt wurscht, dass ich ein bisschen nasal rede und ja, ich hänge jetzt schon fast 2 Wochen oder 10 Tage oder was mit der scheiß Erkältung rum und es ist einfach nur zum Kotzen, weiß ich nicht. Man nimmt alles mögliche an Medikamente und so viele Medikamente will man ja auch nicht nehmen. Ist ja auch nicht immer gut, ne? Und ja, wird trotzdem irgendwie nicht los. Und ja, ich versuche schon alles Mögliche. Ich sauf Tee ohne Ende. Ich mache dieses, ich mache jenes, ich mache alles. Es will nicht weg. Es will nicht. ja, wie gesagt, ich mache jetzt trotzdem weiter hier und nehme für euch auf, damit ihr halt nicht auf dem Trockenen seid. Und ja, das Allgemeine hier weitergeht mit der Let's Bild-Reihe und das Bar halt auch vorangeht. So, jetzt hier, was man jetzt gerade schon sieht. Wie ich da das Restaurant, was ich da gebaut habe, beziehungsweise die Kantine in dem Spa, die Aufnahme war leider fehlerhaft. Ich habe gerade eben, weiß ich nicht, eine halbe Stunde rumprobiert, das Ganze irgendwie zu regeln, dass ich das trotzdem noch einbauen kann. Aber wird nichts. Da ist das Programm immer abgeschmiert, weil es sagt, ja, Aufnahme ist fehlerhaft. Konnte leider nicht, ja, leider nichts machen. Dafür seht ihr jetzt halt ab hier, wie ich da weiter einrichte. Ich hatte da vorne halt so eine Nische gebaut gehabt, ja, mit Tresen und so weiter. Zum Bedienen, sage ich jetzt mal, und ja, halt Wand und Bodenbelege. Ja, jetzt sieht man gerade, dass ich wieder mit den Wasserfällen arbeite und das habe ich eigentlich recht oft und auch vor allem gerne auf diesem Grundstück getan. Ich meine, so ein Wasserfall im Gebäude, finde ich, hat schon diesen bestimmten Spa-Charme, sage ich mal. Fand ich ganz cool und hab's aufgrund dessen halt öfters verwendet. Ich wollte es nicht übertreiben, ich wollte schon an passenden Stellen halt die Wasserfälle ja, hinbauen, hinsetzen, so dass es halt passt und halt, wie gesagt, nicht zu viel wirkt. So, irgendwie. Ja, also ich kann euch sagen, das Bar ist komplett fertig gebaut. Habe ich jetzt die letzten Tage, wo ich halt krank war, ich halt mal ein bisschen aufgenommen und, also jetzt hier halt, ne, in-game und so weiter aufgenommen. Und habe das Bar komplett fertig eingerichtet und es ist wirklich komplett fertig. Werde es allerdings erst in die Galerie hochladen, wenn die Let's Bild-Reihe zu Ende ist. Ich denke mal, ist okay. Weil ich will halt ungerne, meine dichte Nase hindert mich gerade ein wenig am Ding. ich möchte halt ungerne, dass man halt das fertige Spa schon runterladen kann und dann halt schon komplett sieht, wie es halt aussieht. Ich möchte schon, dass ihr halt Folge für Folge seht, wie das Ganze weiter wächst, wie ich das Ganze einrichte und so weiter. Nächste Mal, ihr wisst da, was ich meine. Uppala. Ja, das ist echt zum Kotzen, Leute. Boah, Gott. Habt ihr irgendwelche Geheimtipps, was ihr bei richtig schweren Erkältungen macht? Wenn ja, dann schreibt es mir gerne mal runter in die Kommentare. Dass halt Passi vielleicht auch ein bisschen schneller wieder gesund wird, fit wird. Ich habe noch so viel vor hier mit Videos, Leute. Oh Gott, ich habe so viel wieder geplant. Ja, vor allem bin ich am Überlegen, was ich jetzt als nächstes als Let's Bild mache. Ich habe noch ein paar andere Häuser, wie zwei zum Beispiel, die ich im Livestream angefangen hatte zu bauen. Das eine war ja schon fast fertig. Und die sind ja halt auch schon fast fertig. Und da will ich dann auch noch Hausvideos machen. Sprich mit Zeitrafferaufbau und so weiter und so fort. Ne, halt meine größeren Hausvideos. Da habe ich auch wieder einiges vor. Dann habe ich noch neues Speedbuilding angefangen und... Ach, Leute. Wie ich immer so schön sage, ne? Ich würde mich gerne ein paar Mal klonen und dann hier in der Reihe hinsetzen und dann nur machen. Geht aber leider nicht. So, Entschuldigung. Gut, bevor ich jetzt mit den Fragen weitermache, habe ich noch ein kleines Thema. Und zwar werde ich, wenn alles klappt, ich muss es ausprobieren, vielleicht bald wieder anfangen auf Twitch zu streamen. Sprich, dass ihr mir wieder live zugucken könnt, wenn ich da am Baum bin oder was. Ein bisschen mit mir quatschen und so, wenn ihr halt Lust habt. Und ja, wie gesagt, muss ich nochmal ein bisschen rumprobieren. Weil ich hatte letzte Nacht mit einem anderen YouTuber gesprochen und habe mir meine Problematik erzählt, dass ich halt ganz schnell eine CPU-Auslastung von 100% habe und so weiter. Dann sagte er, ja, das hatte ich auch. Probier mal das und das. So, und hab's jetzt soweit umgestellt und werde jetzt mal demnächst einen kleinen Teststream machen und dann mal gucken, wie das Ganze läuft, ob es besser läuft und ob ich dann wirklich wieder regelmäßiger hier und da mal ein bisschen spontan, ja, live gehen kann. Und dann, wie gesagt, mit euch wieder ein bisschen quatschen, ein bisschen zusammen bauen und halt den einen oder anderen schönen Abend zusammen verbringen.
Mal gucken. Habt ihr überhaupt Bock noch so, dass ich live streame oder sagt ihr, nö, passiv muss ich sein? Könnt ihr mir ruhig mal unten in die Kommentare schreiben. So, habe ich sonst noch irgendwas gerade irgendwie auf dem Zettel? Ich glaube nicht. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal weiter mit den Fragen. Da habe ich immer noch einen guten Batzen hier. Aber wie immer gilt natürlich, könnt ihr mir wieder neue Fragen und Themenvorschläge zum Palabern gerne unten in die Kommentare schreiben. Wäre super. Und starte dann jetzt mit der ersten Frage für heute. Die Luna Lovegott, gut Gott, schrieb. Hattest du in deiner Kindheit Haustiere? Wenn ja, welche? Ich hatte selbst eigentlich immer nur Katzen gehabt. Ja, damals mit, lass mich überlegen, ich glaube, da war ich 10 oder so, habe ich meinen ersten Kater bekommen. Aber den mussten wir dann nach einem Jahr leider weggeben, weil wir umgezogen sind und dort keine Haustiere erlaubt waren. War ziemlich schmerzhaft für mich, weil war wirklich, mein Digger und genauso wie es ja heute mein Digger hier ist. Mein Scotchy und der Kater damals war halt ein Freigänger, der ist halt rumgelaufen draußen und war schon ganz cool, wenn ich von der Schule kam und der hat schon vorne auf dem Steinwall auf mich gewartet und so. War schon ein tolles Tier und war wirklich todtraurig, als wir das Tier halt weggeben mussten. Ansonsten hatte ich dann nachher noch, wann war das? Ich glaube vor circa 8, 9 Jahren. Da hatten wir direkt 2 Kater geholt. Waren ganz, ganz junge Kater, waren halt Geschwister. Und haben da nachher einen weggeben müssen, weil die 2, die haben unsere komplette Wohnung zerlegt. Meine Mutter hatte eine jahrelange Lieblingspflanze, ja. Die hat sie gehegt und gepflegt und ja. Minis, in einer Nacht lag sie dann zerrissen auf dem Boden und ja, haben wir gesagt, okay, komm, dann lassen wir halt oder bringen wir halt einen weg. War schade, aber was willst du machen? Ich meine, ich kann ja nicht die ganze Zeit den Katzen hinterher rennen und so weiter. Und ja, das andere Brüderchen wurde leider nicht so alt. Wurde, glaube ich, nur, wenn überhaupt, ein halbes Jahr oder so. Der war ganz, ganz, ganz schlimm herzkrank. Und den, ja, konntest du am Brustkorb nicht mal anpacken, der hat da schon geschrien und ja, wurde daher leider nicht so alt. Ansonsten Haustiere, wie gesagt, jetzt halt Scotchy, der ja auch leider herzkrank ist, alles tierische Scheiße da. Aber ja, was willst du machen, so ist der Lauf der Dinge, ne, das Leben, kannst du nichts großartig ändern leider. Außer ihm halt die Medikamente halt immer quer einzuführen. Gut, dann eine Frage von Vanessa Luft. Hey Passi, mich würde mal interessieren, was dein Lieblingstier ist. Ja, also abgesehen von Standardhaustieren wie Hund, Katze und Co. Bin ich ein Reptiliennah. Hatte ich ja, Gott, irgendwann mal erzählt gehabt. Ich hatte damals mit 15, habe ich angefangen Reptilien zu halten. Da hatte ich dann meine erste Schlange bekommen. Das war eine kleine Königsnatter, war das. Und die ist mir leider aus dem Terrarium entflohen und war halt so dünn, kam zwischen den Glastüren raus und hab's erstmal noch unterm Teppich wiedergefunden und beim zweiten Mal haben die Nachbarskinder da geklingelt, ja, deine Schlange sitzt draußen im Busch, da war wie gesagt eine ganz, ganz kleine und wir hatten Herbst, im Herbst wird's draußen kalt und Igel rennen rum, die fressen Schlangen, von daher hat sich die Geschichte erledigt. Aber darauf folgte dann, obwohl meine Mutter damals sagte, nur eine Schlange mehr kommt nicht ins Haus. Naja, im Endeffekt waren es nachher 5 Schlangen. Ich hatte 2 Boa Constrictor. Eine war knapp 2,20 Meter, 2,30 Meter, die andere 1,80 Meter. Dann einen Tigerpython von 2,50 Meter. Und 2 Königspython von 1,20 Meter und 1 Meter, irgendwie so. Dann noch 2 Batagame und auch eine Mäuse- und Rattenzucht. Ich habe halt die Futtertiere für die Schlangen gezüchtet. Die müssen ja auch was fressen, ne? Was willst du machen? Aber wie gesagt, sonst so Lieblingstiere auf jeden Fall halt so Reptilien und so weiter und so fort. Faszinieren mich einfach. Finde ich einfach schöne Tiere und nochmal ein kleiner Appell an alle, die immer denken, Schlangen sind so glitschig. Nein, Schlangen sind nicht glitschig. Fühlen sich an wie eine Handtasche Leder, so mäßig, irgendwie so Plastik. Irgendwie, keine Ahnung. Ja Mensch, die Folge ist fast schon wieder zu Ende. Wie gesagt, gerne mal irgendwie noch irgendwelche Geheimtipps für Erkältung und so weiter, gerne runter in die Kommentare. Gerne mal reinschreiben und vor allem auch mal so eure Meinung, wie eure Meinung ist, punkto Reptilie.
Habt ihr vielleicht selber auch Reptilien zu Hause oder habt ihr Angst vor irgendwelchen Reptilien? Schreibt es mir ganz gerne mal unten in die Kommentare, würde mich wirklich mal interessieren. Und darauf vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn es so ein bisschen gekränkelt hier ist. Aber wie gesagt, ich wollte euch halt nicht auf dem Trockenen lassen, länger noch mit den Folgen hier. Und hoffe, wir sehen uns auch morgen wieder 18 Uhr hier auf Sims Fabrik. Also macht es gut, bleibt gesund und tschüss.